Hallo, hier ist Richard von Healthy Happy und in diesem Video möchte ich dir meine 5 Top Superfoods vorstellen. Okay, viele werden jetzt sicher mit den Augen rollen und sich denken, Superfoods, das ist doch sicher wieder irgendein Modetrend und alles Unsinn. Meiner Meinung nach gibt es aber tatsächlich Superfoods, auch wenn es für diesen Begriff Superfood keine echte, klare Definition gibt, genauso wenig wie für gesunde Ernährung oder ähnliche Begriffe. Ich persönlich bezeichne ein Nahrungsmittel als Superfood, wenn es über außergewöhnlich viele Antioxidantien, Vitamine, Mineralien und so weiter verfügt. Und heute möchte ich euch also gerne 5 solche außergewöhnlichen Lebensmittel vorstellen. 5 Produkte, die ich häufig verwende und die für mich darum meine Top-Superfoods sind. Nummer 1 ist Kakao. Kakao enthält sehr viele Antioxidantien, die wir benötigen, um unterschwellige Entzündungen im Körper zu vermeiden. Am besten ist es, Schokolade zu essen mit sehr hohem Kakaoanteil, also mit dunkler Schokolade ca. 80% oder sogar 90% Kakaoanteil. Je höher, desto besser. Schokolade mit hohem Kakaoanteil ist natürlich etwas bitter. Darum wird der Schokolade Zucker zugesetzt, um sie angenehmer schmecken zu lassen. Milchschokolade aber enthält sehr viel Zucker. Darum sollte man eben lieber dunkle, Zartbitterschokolade essen, die vergleichsweise wenig Zucker und wesentlich mehr Antioxidantien enthält. Eine gute Alternative ist auch Rohkakaopulver, das den Vorteil hat, dass es nicht erhitzt wurde, wodurch in ihm die Antioxidantien noch besser erhalten sind. So, mein zweites Superfood ist Spirulina. Spirulina ist eine Salzwasseralge und ich bin ein echter Fan von Algen und auch ganz allgemein von Meeresgemüse, denn es enthält sehr viel Jod. Viele Menschen leiden ja unter Jodmangel, was zu ernsten Schilddrüsenproblemen führen kann. Für mich ist Meeresgemüse darum eine sehr wertvolle Nahrungsquelle. Und schaut man sich die Ernährung der Jäger und Sammler aus alten Zeiten an, stellt man fest, dass diese Menschen damals häufig am Meer lebten und darum auch entsprechend viel Nahrung aus dem Meer bezogen. Also viel Fisch und eben auch Meeresgemüse. Heutzutage hat der Fleischkonsum diese alte Ernährungsweise leider weitgehend verdrängt. Darum wäre es gut, wieder mehr Meeresprodukte zu essen. Und eben gerade das Meeresgemüse, wie zum Beispiel Seetang oder auch Queller, ist sehr gesund und auch schmackhaft. Und die Spirulina-Alge ist ebenfalls eine sehr gesunde Nahrungsergänzung. Denn mit ihr lässt sich zum Beispiel Blutdruck oder Cholesterin senken, der Blutzuckerspiegel wird stabilisiert und Spirulina enthält auch viele Antioxidantien. Übrigens genauso viele wie die Chlorella-Alge, zu der wir nachher noch kommen. Spirulina ist aber etwas, das man nicht einfach essen kann. Darum kann man sie in Pulverform oder als Tabletten kaufen und zum Beispiel in seinen grünen Smoothies hinzufügen. Mein drittes Superfood ist die eben schon kurz erwähnte Chlorella-Alge. Sie ist im Gegensatz zur Spirulina-Alge eine Süßwasseralge und verfügt aber über ähnliche Eigenschaften wie Spirulina. Chlorella enthält ebenfalls viele Vitamine und Mineralien, vor allem Eisen und Zink, und wird gerne zum Entgiften des Körpers verwendet. Stichwort Detox. Chlorella enthält, genau wie Spirulina, fast alle essentiellen Aminosäuren, was für ein pflanzliches Lebensmittel schon recht bemerkenswert ist. Also mit Chlorella lässt sich ebenfalls der Blutdruck und das Cholesterin senken und im Zuge des Entgiftens Schwermetalle aus dem Körper schwemmen. Die Vitamine und Mineralien in diesen Algen sind übrigens wesentlich höher dosiert als in normalem Gemüse aus dem Supermarkt, wodurch sie eben genau diese Bezeichnung als Superfood verdienen. So, Nummer 4 meiner Superfoods ist Kurkuma, auch bekannt als Gelbwurzel. Kurkuma steckt auch voller Antioxidantien und hilft somit ebenfalls, unterschwellige Entzündungen im Körper zu bekämpfen. Diese unterschwelligen Entzündungen sind meist die Basis für all die Wohlstandserkrankungen der heutigen Zeit, wie zum Beispiel Diabetes Typ 2 und so weiter. Darum ist es sicherlich empfehlenswert, Lebensmittel zu essen, die viele Antioxidantien enthalten, wie Kurkuma und die anderen schon genannten Superfoods, Kakao, Spirulina und Chlorella. Der Stoff, der dem Kurkuma seine positiven Eigenschaften verleiht, heißt Kurkumin. Und diesen kann man auch in konzentrierter Form als Nahrungsergänzungspräparat kaufen. Damit erhält man also eine noch wesentlich stärkere Wirkung als durch das Essen von herkömmlichem Kurkuma.
Diese Kurkuminpräparate sorgen zudem dafür, dass das Kurkumin auch noch besser vom Körper aufgenommen werden kann. So kann man sich dann noch besser vor diesen ganzen Krankheiten wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter schützen. Natürlich darf man Kurkumin jetzt nicht gleich als das Heilmittel für Herz- und Kreislauferkrankungen ansehen, ist es sicherlich nicht. Aber es ist ein sehr starkes Antioxidans und kann dadurch einen sehr guten Beitrag zur Vorbeugung liefern. Und darum gehört es zu meinen Top 5 Superfoods. So, das letzte meiner Top-Superfoods ist ganz einfach der gute alte Brokkoli. Er steckt nachweislich voller guter Nährstoffe und man kann und sollte ihn sogar am besten täglich essen. Ich selbst mache es auch. Brokkoli enthält viele Vitamine, Mineralien und so weiter und geht somit zu den gesündesten Gemüsesorten überhaupt. So. Das waren also meine Top 5 Superfoods, die ich regelmäßig esse, und ich kann dir nur empfehlen, diese 5 Lebensmittel auch deiner Ernährung hinzuzufügen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Tschüss! Hallo, hier ist Richard, und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, klicke dann hier oben und abonniere meinen YouTube-Kanal. Und zum Schluss möchte ich dir noch mein Buch vorstellen, die Bibel der Abnehmrezepte mit mehr als 100 tollen Rezepten. Also, bis zum nächsten Video.